Aber wenigstens ist der heftige Regen ein Segen für die Allergiker, weil er die Pollen aus der Luft wäscht. Claudia? Ja, danke, Claudia. Das stimmt nicht ganz. Zu Beginn eines Sommerregens oder Gewitters drücken Abwinde und Regen die Pollen aus höheren Luftschichten herunter. Dadurch steigt die Pollenkonzentration in Bodennähe rapide an. Durch die extreme Luftfeuchtigkeit saugen sich die Pollen zudem mit Wasser voll, bis sie bersten. Und diese umherfliegenden Pollenteilchen sind das Problem. Normale Gräserpollen sind etwa 14 bis 20 Mikrometer groß und werden von der Nase problemlos herausgefiltert. Die Teilchen der aufgeplatzten Pollen sind aber so klein, dass sie tief in die Atemwege eindringen und starkes Asthma auslösen können. Bei einem Gewitter 2016 in Melbourne überrannten Tausende von Menschen die Notfallstationen wegen Atemproblemen. Mindestens 10 Patienten sind daran gestorben. Auch hierzulande kann eine nahende Gewitterfront Niesreiz, Husten oder Atembeschwerden auslösen. Deshalb sollten Allergiker bei aufziehendem Gewitter im Haus bleiben und die Fenster schließen. Nach einer halben Stunde Regen sind die Pollenpartikel dann wirklich aus der Luft gewaschen und sie können sich gefahrlos nach draußen begeben.